Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zurück bei Destiny. Auf dem Grabschiff sind wir unterwegs auf der Suche nach Hadiumflocken, die ich brauche für meine Schwertquest. Ich hatte anfänglich ein paar Schwierigkeiten, mich hier zurechtzufinden. Die habe ich jetzt aber zum Glück etwas ausgemerzt. Das heißt, ich hoffe, dass wir jetzt in dieser Folge alle Hadiumflocken zusammenkriegen. Danach geht's ja nochmal weiter. Das ist ja das Geile. Das ist ja noch der einfache Teil eigentlich. Ein paar Hadiumflocken suchen ist nicht schwer. Danach geht's ja nochmal weiter. Wir müssen, Dambats hätte ja auch noch ein paar Bounties annehmen können. Danach geht's ja noch weiter. Da müssen wir nämlich, ich glaube, ein paar PvP-Sachen machen, um dann das Schwert auch episch zu entwickeln. Glaube ich zumindest. Bin mir nicht sicher. Ich könnte zwar die ganze Zeit, glaube ich, zwischen diesen beiden Spots hier hin und her rennen. Also ich glaube fast, das dürfte funktionieren, weil ich habe das Gefühl, diese Truhen spawnen hier sehr häufig. Also hatte ich zumindest das Gefühl gehabt, wartet mal. Hier ging es rein und dann bin ich jetzt hier dann so hin. Aber natürlich werden wir einfach uns gleich noch das ganze Schiff ein bisschen angucken. Vielleicht nehmen wir auch noch hier ein kleines Event mit. Weil ich glaube, diesmal habe ich hier zumindest kein Glück. Ich weiß, da vorne steht jetzt gleich eine Truhe. Die ist aber durch einen Schlüssel gesichert. Den müsste ich mir erst besorgen. Ja, ich glaube, fast hier kommen wir jetzt nicht weiter. Genau, das ist eine Schlüsseltruhe. Falls ihr in der letzten Folge in die Kommentare Bilder gepostet habt oder ähnliches, wundert euch nicht, wenn ich sie nicht benutze. Ich nehme nämlich diese Folge gleich im Anschluss auf. Das hat sich gerade zeitlich einfach so ergeben. Deswegen tut mir leid, wenn ich dann eure guten Tipps nicht beachten kann. Fühlt euch aber gedankt, dass ihr mich unterstützt. Das finde ich ja immer gut. So, genau hier konnten wir mal scannen. Ich glaube, das ist nur für irgendeinen Story-Eintrag. Vielleicht gibt es da. Ah, dafür gab es ja nicht mal richtig Grimoire-Punkte. Naja, wer weiß. Wer weiß. Ich wollte eh diese Videos dazu nutzen, ein bisschen über Destiny zu palabern. Unter anderem ja auch über den Status und oder den Stand von Destiny in der Community. Weil viele hassen ja Destiny. Nach dem Motto, war ja als eines der großartigsten Spiele angekündigt. Draus geworden ist dann ein Spiel, was offenkundig nicht ganz so großartig war. Und ich wollte da eigentlich mal ein Video zu machen, warum ich halt Destiny doch ziemlich cool finde. Ich habe damals einen Artikel dazu geschrieben, aber der ist mega veraltet und auch bestimmt heutzutage nicht mehr so sinnig. Deswegen macht es jetzt keinen so großen Sinn, ihn zu lesen. Und zwar ging es in dem Artikel tatsächlich um grundlegend um die Frage, warum Destiny gar nicht so schlecht ist. Und meine Antwort auf die Sache war, dass Destiny bietet eigentlich sehr viele Möglichkeiten zu spielen auf sehr engem Raum. Das bedeutet, man macht immer wieder dasselbe, das ist dieses Grinding-Prinzip, aber man kann sich darin halt wirklich voll ausleben. Und das fand ich damals schon ziemlich spannend und heute tatsächlich immer noch. So, ich bin jetzt auf dem Weg ins Mausoleum und das ist dann da vorne. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier rauskomme, kann ich jetzt hier rechts laufen und da finde ich dann in so einer kleinen Einbuchtung nochmal eine Truhe. Ja, ich habe so eine kleine Truhenkarte, habe ich ja schon vor mir. Hier hinten drin müsste eine sein, also wenn mich nicht alles täuscht. Nee. Doch, hier hinten. Guckt mal. Ich hoffe, das ist keine Schlüsseltruhe. Ja, eine Schlüsseltruhe. Schade. Und wie es scheint, ist hier keine Non-Schlüsseltruhe mit dabei. Also, hier könnte zwar theoretisch eine spawnen, aber sie tut es nicht. Okay, dann können wir jetzt von hier aus auf die andere Seite nach drüben, müssen nach oben und da ist dann auch nochmal ein Truhenspot.
Ah, guck mal, hier ist auch noch so ein Eingang. Sieht auch tendenziell nach einem Truhenspot aus. Wo auch immer diese sind, da gibt es auch Zeichen von Scharwürmern. Ob die wohl in ihren Symbiose-Ritualen benutzt werden? Hey, wir haben eine Truhe gefunden. Eine Hardium-Flocke. So, dann touren wir weiter. Und müssen jetzt ins... Ja, im Endeffekt können wir jetzt theoretisch einfach hier außen lang weiterlaufen. Wenn ihr euch Zeit sparen wollt, wenn ihr nicht so rumlaufen wollt wie ich, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, einfach einen Videoguide zu benutzen. Davon gibt es einige, habe ich auch schon gefunden. Ah ja, da hinten müssen wir jetzt theoretisch hin. Das heißt, wir müssen einmal quer durchs Mausoleum und das ist gar nicht so einfach. Aber um aufs Thema zurückzukommen, warum ich Destiny gar nicht so schlecht finde. Destiny bietet halt wirklich sehr viele Möglichkeiten, was man machen kann. Allerdings muss man natürlich mit der Speisekarte 100% zufrieden sein. Also man muss sich hier schon wiederfinden. Es ist nicht so wie andere Spiele, wo man sich was rauspicken kann. Also man muss hier zum Beispiel sagen, okay, ich habe halt auch Freude daran, abends mal eine Runde PvP zu spielen. Weil immer nur PvE ist auf die Dauer ziemlich langweilig. Und ganz kurz, das sieht mega geil aus. Sieht sehr geil aus. Und wenn man halt, so wie ich und ganz viele andere, hundertprozentig mit der Speisekarte von Destiny konform geht, dann hat man hier auch unendlich, also nicht unendlich, aber sehr viel Spaß. Das Spiel wird auch stetig weiterentwickelt, also das passt alles eigentlich soweit schon. Und ich muss da drüben, muss ich hin. Und jetzt verrate mir mal, wie ich da hinkomme. Also ich könnte versuchen, die andere Seite da zu erreichen. Hyuga erkundet das Grabschiff. Guck mal hier. So, wartet mal. Jetzt haben wir nämlich hier auch gleich nochmal eine Chest-Location. Genau, jetzt sind wir nämlich in der Halle der Seelen. Das bedeutet, dass wir jetzt, wenn wir jetzt hier den Übergang nehmen, haben wir hier hinten, da hinten drin, ist auch noch eine Chest. Die Ritter sind immer die nervigsten, finde ich, persönlich. Mit etwas Glück finden wir jetzt hier eine Truhe. Da ist sie. Nein, ein Schlüssel wird erfordert. Aber vielleicht haben wir Glück und eine Truhe ohne Schlüssel steht hier auch noch rum. Da ist noch eine Truhe. Wow. Besessene Verzehrung. Keine Ahnung, was das jetzt gerade war. Nein! Ich bin gefallen! Aber warum konnte ich bei der Truhe da jetzt gerade nichts öffnen oder so? Okay, also wir wissen, da in dem Raum ist eine Truhe. Aber ich weiß noch nicht, wie ich da rankomme. Also ich weiß schon, wie ich da rankomme. Okay. Also man muss irgendwie in einem total richtigen Winkel stehen, dass man jetzt hier nicht stirbt. Das ist ja wunderbar, Spiel. So liebe ich das doch. So macht das hier doch Spaß. So ständig die Angst zu sterben. Was? Das dauert ja gefühlt eine Milliarde Jahre. Okay, ist hier drin irgendein Gegner, den man jetzt töten kann? Ganz kurz. Das hat mich gerade wieder ganz rausgeschmissen.
So, und jetzt nochmal. Okay, ich muss hier irgendwas zerstören vielleicht in diesem Raum. Also, wir können daran, aber wir machen diese Truhe nur ganz langsam auf. So, okay, besessene Verzehrung. Hat das was mit dir hier zu tun? Noch eine Seele in einem Kristall eingeschlossen. Ich dachte nur, die Aszendentenschar hätte die Ehre, jahrhundertelang in Gestein eingeschlossen zu sein. Aber das hier ist mindere Schar. Muss ein ganz fleißiger gewesen sein. Aber töten können wir ihn nicht. Ja, sag mir mal, wie ich das hier deflekten kann. Oh, das gibt's doch nicht. So kurz davor. Okay. Okay. Ich hab schon verstanden. Aber jetzt hier Challenge accepted. Challenge accepted. Also von der Seite aus ist schon richtig, da reinzugehen. Okay, ich muss mich voll wieder aufladen, das ist... Okay, und rein. Also, ich werde automatisch auf die Hälfte Lebenspunkte reduziert. Okay, ich glaube, hier sterbe ich mich jetzt einfach. Also, hier würde ich jetzt einfach sterben. Immer wieder. Das würde echt nichts bringen. Okay, ich würde sagen, das können wir lassen hier. Das können wir lassen. Also schade, natürlich. Okay, gut, dann... Da geht's zur Halle der Seelen. Ah, eine Hexe, aber nur eine weiße. Ein Ultra wäre mir jetzt ganz lieb. Da könnte ich nämlich vielleicht noch ein Item rausziehen. Okay, ich würde sagen, wir arbeiten uns jetzt wieder zum Anfang durch. Genau, und dann können wir unsere Tour so ein bisschen wiederholen.
Die Super ist bereit. So. Aber echt mies, dass das Ding dann echt eine Sekunde hätte ich noch leben müssen. Dann hätte ich gewonnen. Ich habe auch gerade ein bisschen meine Orientierung verloren. So, perfekto. Also natürlich jetzt nicht ganz perfekt, aber... Guck mal, da vorne ist wieder so ein Eingang. Ah, ist der Eingang von der anderen Seite. Ja, ja, nee, das bringt echt nichts. Ich bräuchte halt irgendein Schutzschild. Irgend so ein Schutzschild bräuchte ich. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir ganz kurz zurück zum Orbit, weil vom Orbit aus kommen wir wieder schneller zurück auf unsere Karte. Das ist eine übelste Grinding-Quest, muss man natürlich mit dazu sagen. Deswegen entschuldigt bitte, wenn es jetzt hier ein Quenk länger dauert. So, ich werde einfach meine beiden bekannten Orte jetzt nochmal ablaufen und dann auch mal in eine andere Richtung gehen. Ach, das sieht einfach so geil aus. Das muss man immer wieder sagen. Viele vergleichen ja, das hatte ich schon in der letzten Folge ja erwähnt, Destiny immer so ein bisschen mit No Man's Sky. Oder andersrum zu vergleichen, No Man's Sky mit Destiny. Finde ich grundlegend falsch. Hast du das gesehen? Ich glaube, das Stück Chitin hat mich gerade angeblinzelt. Ach du Kacke. So, jetzt bevor er hier wieder in romantische Gefühle kommt, gehen wir hier schnell nochmal in die Höhle rein. Guck mal, jetzt ist die Kiste zumindest schon mal wieder da. Das heißt, wir haben immerhin schon ein bisschen Glück. So. Ja, also ich finde diesen Vergleich einfach grundlegend falsch. Weil Destiny ja nun schon ein bisschen mehr Content mitgebracht hat. Also, ich sag mal, ein bisschen mehr Action-Content. Der Content von No Man's Sky ist ja unendlich lang. Also dadurch, dass man ja, so viele Planeten hat, kann man hier auch tatsächlich ja... ein paar Jährchen in dem Spiel ja verbringen. Das ist schon drin. Der Unterschied ist leider nur, das muss man mit dazu sagen, dass das Ganze halt irgendwann repetitiv wird. Das ist zwar Destiny auch, aber in Destiny hat man jemals zumindest grundlegende Missionen, die man spielen kann. Man hat eine Grundhandlung, man hat ein paar Raids, man kann mit anderen Spielern zocken. Also das ist schon ja auch etwas, was hier viel No Man's Sky vorgeworfen wird, dass man halt auch immer nur alleine ist. Dass es halt viel mehr Spaß machen würde, Abenteuer zu zweit zu erleben. Und ich frage mich, warum diese Kiste jetzt gerade nicht nochmal kommt. Hab ich jetzt hier einmal Glück gehabt mit einer Kiste. Und jetzt kommt die nicht nochmal. So, und zwar kämpfen wir uns jetzt mal von der Seite aus weiter zur Halle der Seelen. Und dann müssen wir nämlich dann dort eigentlich relativ in die Mitte. Wie viele habe ich denn jetzt eigentlich schon von diesen Hardium-Flocken? Boah, 8 erst. Ja gut, ich könnte sie halt auch wesentlich effektiver farmen, indem ich halt immer wieder diesen ersten Spot einfach abcampe. Ich glaube, das würde halt schneller gehen. Ich bin ja aktuell nur auf der Suche.
Ich bin wieder im Mausoleum gelandet. Da wollte ich ja gerade gar nicht hin. Wartet mal. Ah! Ich erkenne meinen Denkfehler. Wenn ich auf die Karte gucke, habe ich nämlich einfach einen Schlüssel, eine Truhe ausgelassen. Genau, Key of Xol und Key of Ir oder Ire. Ich glaube, hier ist eigentlich der Key of Ire, Höhlenbruch. So, genau. Ich glaube nämlich, dass das ist nicht der... So, wenn ich hier nochmal reingehe, ganz kurz. Immer auch schön in die Ecken schauen. Dann habe ich mich hier gleich diesen Key of Ear. Den will ich ja eigentlich gar nicht. Also dann bin ich ja eigentlich schon in einer ganz anderen Ecke schon wieder. Ach nee, guck mal jetzt hier. Hier habe ich den Key of Ear und da oben habe ich eine andere Truhe. Ah, guck mal hier oben. Und die ist... Ah, Free for All. Sehr schön. Boah, krass. Direkt nochmal eine Truhe gefunden. Yeah, Truhen-Hype. Hype, also Truhe. Oh, guck mal hier hinten. Ah, guck mal. Ich habe jetzt sogar noch eine Quest. Ich habe jetzt genügend von diesen Fragmenten, um mit Iris Morn am Turm zu sprechen. Worum geht's denn bei der Quest? Das kann man direkt nochmal nachschauen. Zersplitterte Vergangenheit. Iris will sicher einen Blick darauf werfen. Die Temperatur der Fragmente sinkt stetig, seit wir sie aufgehoben haben. Sie beginnen mein Eindämmungsfeld zu strapazieren. Du solltest dich vielleicht mit der Ablieferung beeilen. Ah ja, die Geschichte der Schar und einer Wahl, die vor langer Zeit getroffen wurde. Okay, wir bekommen dafür Erfahrung, Krota-Ruf und eine Reziproke-Rune. Eine Reziproke-Rune. Alles klar, vielen Dank. So, Schlüssel von ihr oder von ihm, was weiß denn ich. Aber das ist noch, da haben wir noch zwischendurch einen Schlüsselslot hier, einen Truhen. Spot hier ausgelassen. Ganz kurz mal. Oder muss ich dafür jetzt hier durch? Mich immer rechts halten? Ist ja alles so verwirrend hier. Nee, genau, hier kamen wir ja nicht weiter. Da habe ich ja nur gescannt. Oh, ist das so verwirrend hier manchmal, wie man hier so durchkommt. Ja, hier ist das, diese Irrtruhe. Aber das ist ja, das heißt, dass hier noch was sein muss. Das heißt, ich bin hier grundlegend nicht richtig gelaufen. So, und das heißt, wir haben nämlich eigentlich noch einen Truhenspot hier. Einen Truhenspot hier auf dem Weg. Hier hinten diese offensichtliche Tür entlang. Könnte es hier sein? Ja, guck mal da hinten, hier ist noch eine Truhe und das ist die, nee, das ist auch eine freie Truhe, sehr schön. Und hier ist nämlich die, genau, mit dem Schlüssel von Xol. Ja, jetzt habe ich hier wirklich in der nahen Umgebung drei Truhen, die ich hier immer wieder abfarmen kann. Das läuft. Also meine Idee, das Grabschiff zu erkunden, war ganz nett. Hat mich aber leider wieder sehr viel Zeit gekostet. So, ganz kurz hier nochmal reingeschaut. Hier hatte ich ja bisher wirklich öfter Glück gehabt. Hier, guck, ist schon wieder was gespawnt. Oh, und ein Engramm. Ein sublimes Engramm habe ich bekommen. Kann ich jetzt einfach mal so ganz stupide diese drei Punkte immer und immer wieder ablaufen?
Das wäre natürlich voll lustig. Ich glaube, der bessere Weg ist es dann immer wieder zurückzugehen an die Oberfläche, also in den Orbit. Nee, hier ist gerade nur eine Kiste da, die ich nicht öffnen kann. Und hier unten noch mal reingehüpft. Auch immer mal in die Ecken geguckt. Eine Patrouille verfügbar. Oh, die Folge ist schon 26 Minuten lang. Ich muss dann, glaube ich, jetzt echt erstmal wieder ein kurzes Päuschen einlegen. Genau. Und da oben ist die Truhe auch noch nicht wieder da. Also ich glaube, hier lohnt es sich dann, die Patrouille einfach nochmal neu zu starten. Ich glaube, das werde ich dann auch tun. So, ganz einfach, um, ja, meine Pünktchen aufzufüllen. Immerhin habe ich noch ein sublimes Engramm bekommen. Man kann sich ja hier nicht genügend beschweren. Und 11 von 25 Flocken habe ich auch. Ey, wir sind mit 2 gestartet, haben jetzt schon 9 Flocken mit dazu bekommen. Dementsprechend sollte das auch klappen. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. BB, euer Hyuga.